Wie hat sich denn der rumänische Immobilienmarkt in den letzten ein, zwei Jahren gewandelt aus Sicht der Anwälte? Grüß Gott. In erster Linie entwickelt wird, wenn, dann nur noch Retail. Office sehr, sehr wenig. Vor allem sind keine Mieter für die Office Spaces zu finden. Nicht einmal für die bereits aufgestellten Gebäude und der Wohnbereich ist, würde ich sagen, auch relativ bisher betroffen. Es wird so gut wie nichts mehr entwickelt. Aus wirtschaftlicher Perspektive sind die Preise unterschiedlich, aber doch gesunken. Und ja, natürlich wie überall, man kriegt so gut wie keine Finanzierungen, aber wenn, dann sind es natürlich sehr teuer. Aus Beraterperspektive, die Akteure haben angefangen, ihre Verträge zu lesen, sind dahinter gekommen, dass was dort drin steht, ist nicht ganz im Einklang mit dem, was geschehen ist. Das führt natürlich zu relativ vielen Streitigkeiten in Verbindung mit den Immobilien und mit deren Entwicklung. Und leider Gottes in den letzten 4 bis 6 Monaten zunehmend mehr Insolvenzen in dem Bereich. Das klingt ja ganz so, als gäbe es, obwohl es wenig neue Projekte gibt und wenig Finanzierungen, immer noch genug zu tun für die Anwälte. Ist das richtig? Wenn man die Kurve rechtzeitig gekratzt hat und rechtzeitig aus dem klassischen Immobilien- und Finanzierungsbereich in dem Bereich Streitigkeiten, Insolvenz, Umstrukturierungen, Arbeitsrecht umdisponiert hat bzw. Fachkapazitäten auf dem Markt akquiriert hat, dann schon. Aber es ist nicht alles grün sozusagen. Kommen wir kurz nochmal zum Bereich Retail. Was sind denn da die genauen Anforderungen in der Beratertätigkeit für die Anwälte? Nachdem die Entwicklung, wenn überhaupt, dann nur hier passiert, verläuft es weiterhin relativ klassisch. Die Due Diligence, Erwerb, Finanzierungen und natürlich die ganzen, wenn es der Fall ist, die ganzen Vermietungen. Wo sehen Sie den rumänischen Immobilienmarkt in, sagen wir, 5 Jahren? Zu 65-80% des Niveaus im Jahre Ende des Jahres 2007. Würde ich sagen, vor allem der Bedarf an Entwicklung ist weiterhin sehr groß. Es geht um den größten Markt in der Region, wenn man Polen außer Acht lässt. Okay, und Ukraine, aber das ist dann schon was anderes. Ich sehe schon, dass der Markt zurückkommen wird. Danke für das Gespräch.